Leute, willkommen zurück zu Skylanders Swap Force. Wir spielen mit Blizzard Chill Serie 2. Uiuiui, Serie 2 und. Eiswand! Oh, wenn er die zerstört, kriegt er richtig Schaden. Nicht gut. Ihr wisst ja, Chill mag ich sehr gerne. Das war ihre Ding und das ist ihre Seelenstärke-Fähigkeit. Genau. Was haben wir hier drin? Hier ist nur Bonus-Content, aber. Eiswand! Sehr geiler Bonus-Content. Eine Lokomotive, jawohl, 3 von 5. Wir spielen heute mit folgenden Figuren, kann ich euch ja mal sagen. Wir werden heute mit Bouncer spielen, mit Chill, mit Windup und mit Dunebug. Ja. Und vielleicht nochmal mit Free. Sicher, dass du nichts in meinem Laden kaputt gemacht hast? Ich sehe besser selbst nochmal nach. Ja. Man kann nie sicher genug sein. Ja. Ich habe nichts kaputt gemacht. Außer die 5, 6, 7, 8, 10, verdammt. 50. Sehr schön. Haben wir auch schon 2 Seelensteine. Das Level gilt ja als das längste und beschwerlichste Level im ganzen Spiel. Ich muss sagen, bis jetzt. Also, wir spielen natürlich nicht 100%, was auch gut ist, meiner Meinung nach. Also, wenn wir jetzt. Wir haben immer eine gewisse Anzahl an Skylandern pro Level. Ich erkläre es jetzt zum letzten Mal. Versprochen. Und die spielen wir. Und wenn wir mal einen Swapper von dem und dem nicht haben, dann haben wir den halt nicht. Ganz einfach. So, können wir den ein bisschen Rücke vorwärts, um diese Bonus-Area freizuschalten? Ja, das können wir. Perfekt. Also hier ist der perfekte Ort, um den Narwhal auszupacken. Der Narwhal. Wenn meine Rechnung stimmt, müsste der jetzt tot sein. Nein, ist er nicht. Er hat also etwas mehr als 250 Leben. Vielleicht 255. Narwhal! So richtig der abgefuckte Russe. Narwhal! Es muss ein bisschen leiser sein, ja. Es ist sehr spät. Oh, das Level ist gleich aus. Was? Ist hier der letzte Seelenstein? Nein, dann kann das Level noch nicht aus sein. Nein. Nein, kann es gar nicht. So kurz war das Level nicht. Sonst hätte ich es ja nicht als so lange in Erinnerung. Es ist ja weltweit bekannt. Was heißt weltweit bekannt? Aber in der Skylander-Szene ist bekannt, dass das Level sehr lange ist. Und ich glaube, das gilt aber nur, wenn man 100% spielt, denn diese scheiß Elementarzonen sind halt einfach nur zeitfressend. In den Skylands gibt es ein berühmtes Sprichwort. Des einen Mabu Müll ist des anderen Mabu Schatz. Vielleicht heißt es deswegen, dass Sharpfin, der Baron von Flossingen, die reichste Person der Wolkenbruchinseln ist. Es heißt, dass es kein Stück Schrott gibt, das er ablehnen würde, solange er es einem für den dreifachen Preis weiterverkaufen kann. Ja. Es ist wie bei den Skylanders-Figuren. Ein Fest. Bei manchen, ja. Eine anständige Tat. Ich bin ja gerade dabei, die Komplimention, keine Ahnung. Compilation vervollzuständigen. Mir fehlen dann noch Fiesta und Chain Reaction. Und Chain Reaction muss ich bestellen. Fiesta kriege ich von einem Freund, aber erst, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Und dann habe ich alle Skylander. Ich möchte mir noch einen Elite holen, einen vierten. Und vielleicht noch einen Gilgrunt oder so. Oder alternativ noch einen. Nee, bevor der Kampf losgeht, wir wechseln. Wir haben lange genug als Chill gespielt. Zu. Dunebug. Oder fühle ich Windup mehr? Ne, ich fühle Dunebug jetzt aktuell. Fühle ich Dunebug mehr. Der Käfer kann alles. Ja, der Käfer kann alles. Tatsache, das ist es. Ja, so ist es doch. Mein Gott. Der Käfer kann's halt. Der Käfer kann's halt. Erdzahnrad-Golem. Der Erdzahnrad-Golem. Es gibt ja von jedem Element ein Golem hier. Ihr kommt mein neuer Champion. Ein Sandgolem. Ich nenne ihn Chanty. Dieser Franzose, Junge.
Ich habe einen Erdgolem. Hast du auch einen? Ich glaube nicht. Ja, aber ich habe Jumbok. Mein einziger, ich habe vor einem Jahr, habe ich gesagt, es sei mein einziger Level 20 Swapper. Und ich glaube, das stimmt immer noch. Ich glaube, er ist der einzige von allen Swappers, der Level 20 ist. Und der einzige, auf jeden Fall, den ich ohne XP-Trick auf Level 20 gebracht habe. Oder nein, das stimmt nicht. Ich glaube, Wildfire habe ich auch auf Level 20 gebracht ohne XP-Trick. Aber einer von sehr, sehr sicher wenigen Figuren, die ich wirklich ohne XP-Trick hochgepusht habe auf 20, weil ich ihn einfach so sehr mag. Jumbuck hat einfach richtig, richtig geile Attacken. Und ist richtig, richtig stark. Ich muss generell sagen, ich habe diese Figuren generell alle als sehr viel schlechter in Erinnerung. Weil bis jetzt, außer das Lavatuch, den finde ich immer noch sehr langweilig von den Attacken. Ich muss weg. Hat mich jeder positiv überrascht. Gut, Riptide finde ich jetzt auch nicht so hammergeil, muss ich gestehen. Aber Scorb zum Beispiel hat mich richtig überrascht. Roller Brawl ist stärker, als ich dachte. Zulu ist extrem stark. Also es ist wirklich, ja gut, von Bumble Blast wusste ich es eh schon. Ihr wisst es, ja. Also, doch, Swapforce hat geile Figuren. Ganz einfach. So, nächste Grind-Herausforderung. Oder da hieß es ja noch nicht Grind-Herausforderung. Habe ich ja im letzten Part. Also, im letzten Part alles schon genau so gesagt. Ach, das ist jetzt die Bahn, die wir vorher gesehen hatten. Im letzten Part. Und wo ich dachte, mein Gott, wie soll ich denn das wissen? Wir gönnen uns nochmal eine Pizza, ja? Wir sind Pizza-Fans. Bei Jumbuck muss ich auch gar nicht nachschauen, welcher Attacken er hat. Ich weiß, der kann das hier. Also diese Combo hier quasi. Es wird immer mehr und am Ende schießt er so ein großes. Präsentiere ich dir den Vogel. Den Vogel. Greif den unerträglichen Skylander an, Vögelchen. Skylander. Und halte ihn auf. Ich muss die Überraschung im Dorf vorbereiten. Da hinten sind Münzen. Hinter meiner Facebook sitzen. Jetzt sieht es. Aber. Das heißt, das Level geht noch weiter. Sehr schön. Gut zu wissen. In dieser Zone und da ist ein Seelenstein. Ich habe predicted, dass es der Scorp-Seelenstein ist im letzten Part. Und es ist der Scorp-Seelenstein. Ich glaube es nicht. Es war predicted, nicht gewusst. Oh, das ist der Lawinensprint. Den ich so geil fand bei ihm. Vorschau. Doch, Scorp flex, gut. Scorp ist am reinflexen, ich sag's euch so. Ich höre doch keine Eltern, das ist sehr gut, weil nach dem Part muss ich auf jeden Fall aufhören. Ich hoffe, dass sich das ausgeht in dem Part. Ich habe jetzt noch 15 Minuten Zeit für das Level quasi. Da stehe ich jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, weil es ist halt schon 2:30. Und ich möchte auch schlafen gehen irgendwann. Ja. Aber kein Stress. Wir tun uns keinen Stress an. Hier kommen wir nicht rein, oder? Nein. Da oben ist aber irgendwas. Ja, konfus. Wir wechseln. Wir wechseln zu. Erst will ich das Ding da reinballern. Wunderbar. So, genau. Jetzt können wir hier hoch. Vielleicht haben wir ja den passenden Swapper. Nein, können wir nicht. Wäre aber cool gewesen, wenn wir es da rein hätten können, tun, machen. Ja, dann wechseln wir. Zu Wind Up. Voll aufgedreht. Voll aufgedreht, ja. Sowieso. So, bei ihm muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachgucken. Also der kann auf jeden Fall Attacke ohne Ende. Das macht auch Schaden, so lädt er sich quasi auf und dann hat er eine Überladung, genau. Das ist cool. Und das finde ich halt auch mega geil. Dieser scheiß Affe aus, was ist seine Seelensteinfähigkeit? Ich glaube, das ist überdrehen, gell? Nein. Aber während wir rennen, laden wir uns automatisch auf, das ist cool. Ja, das ist dasselbe, wie wir gerade gekommen sind. Ja, Mann. Genau, Bouncer.
Bouncer. Unser Giant, den einzigen, den ich hier stehen habe, deswegen nehmen wir immer den. Ich stehe am Rad! Also ich würde sagen, dass ihr wollt, das Spiel sieht halt echt gut aus. Sogar Bouncer sieht hier glanzvoll aus. Mit seinem geilen Hut, der überhaupt nicht passt, weil der überhaupt nicht auf dem Kopf ist, aber... Ne. So, groß. Wind up. Wir spielen weiter mit Wind up und wenn wir mit ihm fertig sind, können wir ja. Voll aufgedreht. Können wir ja nochmal Terrafin oder so spielen. Oder den Swaffer. Also Rattleshake und Freeze Blade. Ne, Rattleshake und Free Ranger. Free Ranger, Freeze Blade. Das ist dasselbe, was ich meine. So. Genau, da unten waren wir noch nicht. Und das ist ein geheimer Ort, jawohl. In dieser Zone sind Skylander in einem Ort vor unserer Zeit. Ich weiß, dass es Land heißt, ne? Aber ich sehe es gerade, weil ich gerade Ort gesagt habe. Ach Scheiße, das ist das Biene Meier Intro, nicht das in einem Land vor unserer Zeit Intro. Fuck, bastet. Gib ihm, gib ihm. Oh, das. Alter, geile Attacken hat er eigentlich. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Nahkampf hat er auf jeden Fall drauf. Mein Gott, da ist eine Mücke. Ist die Mücke tot? Scheiß Team hier auf. Nein, ist sie nicht. Die Mücke ist nicht tot. Oh, das ist auf meinem. Auf meiner Hand. Ist sie nicht. Drecksmücke. Ich hasse Mücke. Ach, mein Gott, ist jetzt hinten was gespawnt? Ich habe nicht geguckt. Diese kleine Kabine nennt sich Maya. Welche kleine schlaue Biene Maya. Maya. In dieser Zone sind Skylander des Lebens stärker. Skill. So. Hallo, du Knecht. Fürs Gold drehen wir keine extra Runden. Nein, obwohl, ihr könnt halt auch schon wieder. Komm, geh rauf da. Ah, ja, scheiße. Ach, das soll eine Bestrafung sein. Ich dachte, hier ist jetzt die Schatzkiste. Aber nein, da ist ja gar keine Schatzkiste. Wir haben noch gar nicht geguckt, wie viel Schaden die Attacke macht. Fällt mir so auf. Das ist ja scheiße, nein, du. Können wir irgendwie schneller sein? Nicht wirklich. Wenn wir komplett outpowered sind, können wir dann noch angreifen überhaupt? Ja, aber dann machen wir wahrscheinlich viel, viel weniger Schaden. Dann machen wir es jetzt wie die Braven. Stellen uns hier drauf. Warten. Warten. Glänzende Teile. Nein. Ja. Okay. Durchatmen. Wir haben es geschafft, okay. Aber wir haben noch 114 Leben. Finde ich aber auch gut, dass jetzt hier nicht schon bei 300 Leben alles rot blinkt, wie was geil des Giants. Das hat mich nämlich immer richtig abgefuckt. 25 Schaden. Nicht schlecht. Schlecht ist das nicht. Schwing den Hammer, lass die Scheiben brechen. Direkt für Action. Hat er schon mehr Nasen als Michael Jackson. Jetzt verschwenden. Bitte. Ihr kennt's ja. No love for the hood. Free use of Ox. So, wie der heißt. Ja, und wie kommen wir jetzt da durch? Ach, nein. So kommen wir da durch. Nein, schnell. Oh Gott, ich bin so dumm. Nein.
Jetzt blinkt er rot. Jetzt wäre gut zu wechseln, ne? Das wäre jetzt schlecht. Mit dem haben wir noch ein Spiel. Lass uns das mal kurz überlegen. Mit Punk Shock? Mit Scratch? Nur Skylander der Elemente Wasser und Luft können dieses Tor öffnen. Nee. Haben wir nicht. Wir haben Luft und Gespräch. Ich würde sagen, wir wechseln. Und zwar wechseln wir zu Seraphim wieder, oder? Ja, dann nur ganz kurz am Anfang. Vom letzten Part. Fütterungszeit! Hm. Haben wir noch nicht gespielt. Feuerelement. Haben wir Smolder Dash. Rhino fehlt noch. Rhino. Rhino. Komm. Durchbrettern. Eieiei. Nur Level 1. Komm, gib mir die XP. Ja. Ich hab drauf gehofft, dass ich den Stufenaufstieg kriegt mir trotzdem nichts mehr, oder? Die Attacke ist cool. Stufenaufstieg. Ja. Gott, diese Mücke. Warte mal. Jetzt will die Mücke nicht mehr. Jetzt will sie einfach nicht mehr. Sie hört den Track und sie will wieder. Sie hört die Stimmen und will wieder. Das Kontakt ist Christina. Aber ich fahre durch die Stadt in meinem Webmobil. Immer haben schon die Channel. Wie kommen wir denn da hoch? Ach, keine Ahnung. So, auch dieses Swap-Song können wir nicht machen, weil wir hier gerade vor uns keinen Swap-Style in der Liga haben. Der passt. Ich habe heute gar kein Paper Mario gespielt, fällt mir auf. Ich werde hey, Rücksicht. Einen Vogel verloren? Da oben ist einer gelandet. Ja. Du kennst ja den Spruch: Haie müssen schwimmen. Oh, Endboss-Battle, oder? Fisinierter Whiskers. Wir haben ihm ja schon etwas Schaden zugefügt. Eigentlich war es schon viel mehr, glaube ich. War schon fast tot, aber ja. So, jetzt hat er halt bessere Attacken anscheinend. Aber er ist immer noch an derselben Stelle verwundbar wie damals. Oh. Seraphim mag den nicht. Deswegen lassen wir auch immer ihn diesen Job machen. Weil er hat sowieso schon einen Hass. Bam. Lohnt sich das? Ich glaube nicht. Nee. Die Kombo lohnt sich nicht. Bam, bam. Ja, es ist gleich. Obwohl es ist ein Schaden weniger eigentlich. Aber. Also machen wir lieber direkt. Oh, ja, ja, ja. Ach, wir können ihn ja immer noch angreifen. So, das war's jetzt aber bald mit dir. Mein Guter. Das ist ja irgendwie geschützt. Jetzt macht er nur noch Hälfte Schaden. Ganz komisch. Aber es macht Spaß. Dieser Boss ist auf jeden Fall cool. Gefällt mir gut, doch. Das war's jetzt. Jetzt reicht's. Nee, noch nicht, oder? Nein, er hat gewonnen. Er hat gegen Seraphim gewonnen. Wir müssen ihn rächen. Und wer könnte dies besser tun als der Allvater? Der Allermächtige. Der Grandiose, der Große. Der Bowser. Ich stehe am Rad. Ich auch. Jetzt geht's richtig ab, Leute.
Oh ja, moin. 5 Leben. Können wir ihn angreifen? Nein. Erst jetzt. Und das war's. Bam, du gehst kacken. Hätte ich früher gesagt. Ja, hat sich voll gelohnt, jetzt die Facecam auszuschalten, Kappa. Rakete los! Wir haben noch. Uns fehlt noch ein. Noch ein Ding. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. I want that Lokomotive. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Ist die Lokomotive. Ach, das Level noch nicht aus. Wir müssen noch Baron. Du Scholl, Schocke, Schocke, du Kocke. Okay. So ist es recht. Viel ja. Geld. Da sage ich nicht nein. Da hat er recht. So, wir machen den Sound ein bisschen leiser. Es könnte ein bisschen zu laut sein. Fällt mir jetzt noch 3 Parts auf der Lautstärke. Ja, moin. Wahrscheinlich ist es nicht zu laut, aber es ist halt ein bisschen leiser. So, erneut eine Grind-Herausforderung. Mit Bastardminen. Die einfach den Platz wechseln. Obwohl, er ist ja so groß, er könnte eigentlich durch alles durchrasen. Ich finde es auch cool, dass hier die Giants quasi noch eine Rolle spielen. Es gibt ja nicht auch bei Skylanders, dass die aus dem letzten Teil noch ein Feature haben. Beispiel im nächsten Teil. Im Trap Team. Ist ja tatsächlich keine Funktion mehr für die Swap Boss. Und in Supercharters keine mehr für die Trap Team. Und in Imaginators keine mehr für die Supercharters. Obwohl doch. Du hast meinen Golem besiegt, aber ich habe noch eine Geheimwaffe im Dorf. Ich habe eine zweite Golem. Französe, 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 Französe. Kann das, macht das auch Schaden? Ich glaube nur den Chompies. Prinzipiell gesehen ist Bounce eigentlich voll schwach in dem Spiel. Also ist eigentlich schon eine Frechheit, dass er so schwach ist, aber... ich bin in der Klemme. Ich bin in der Klemme, so wie Heftklammern... Nein, Heftklammern sind nicht in der Klemme. Heftklammern sind die Klemme. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie sich immer gegenseitig fertig machen. Wir müssen diesen Part auf jeden Fall das Level fertig machen, egal wie lange es der Part wird. Ich hoffe, er wird nicht mehr so lang. Da haben wir noch eine Pudelfähigkeit. Aber wir dürfen uns, wir müssen trotzdem voll konzentriert bleiben. Denn wir brauchen die letzte Lokomotive. Sonst gehe ich hier nicht raus. Da ist ein Technologietor. Das passt perfekt. In dieser Zone sind. Ich könnte auch Wind-Up nehmen, aber. Ne. Häng dein Schlusslicht an mich dran und folge mir! Seit das Zugsystem entleistet ist, habe ich an diesem Teleporter gearbeitet. Ja, das hast du. Definitiv. In dieser Zone sind Skylander des Technologieelements stärker. Einfach weggeworfen. Das ist eine Enderperle, jetzt check ich's erst. Mein Gott, ich dachte, ich denke mal, ich brauche ZR zum Aufheben. Da kann man auf jeden Fall coole Techniken mitmachen, denke ich mal. Und coole Challenges auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall. Also das hat richtig Potenzial, muss ich sagen. Ja, normal hätte es noch gegolten, komm. Das macht doch nicht diesen. Aber jetzt haben wir keine Bombe mehr. Oh mein Gott. Wir müssen sie mitnehmen. Ich akzeptiere es. I accept it. I go up there.
Now I'll be looking in that Richtung and then I'll be shooting. Yes, amazingly. Nee, weil das wäre wirklich ein cooles System auch für mehrere Level. Oder für ein ganzes Spiel eigentlich. The End of Pearl. The Game. So irgendwie, keine Ahnung. Ich find's cool. Ich glaube, das ist... Nee, bei Portal ist es komplett anders. Das ist ein ganz schlechtes Beispiel. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist das Prinzip von Portal. Da ich bin doch noch gelandet. Mann, die wissen nicht, wie eine Enderperle funktioniert. Mein Gott. Kannst auch nicht erwarten, wenn du bei Skywars 5 Blöcke unter deiner Insel bist, dass du schon tot bist, Alter. Ich habe heute mit Luca 5 Stunden... Also, vor ein paar Tagen, wenn ihr das seht. Mit Luca 5 Stunden... Minecraft gespielt, ja, es war richtig geil. Wir sind jetzt gerade beim Haus bauen. Also wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, sind wir schon fertig mit dem Haus bauen. Das zum Beispiel, das ist eine richtig coole Idee. Full Gear und alles, also richtig geil, ja. Hä? Nur weil es jetzt den Gegner getroffen hat, zählt's nicht? Können wir hier keinen John Cena machen oder was? Das ist ja mal komisch. So, komm, gib ihm. Das ist halt viel zu stark, dieser Augenstrahl im Vergleich zu den Raketen. Oder Kanonen oder Fingerkanonen oder was es ist. So. Und kommen wir jetzt zum Hut. Jawohl. Danke, Skylander. Das war harte Arbeit. Wieso behältst du ihn nicht? Legendärer Schatz 1 von 2. Wir haben, ich glaube nicht, dass wir noch einen zweiten finden. Aber ich bin ganz, ganz, ganz fest davon entschlossen. Wir bleiben jetzt bei Bounce ein bisschen, oder? Ja, doch. Ganz fest davon entschlossen, dass wir hier Buddelfähigkeit haben. Oh, doch, haben wir schon. Habe ich da Bock drauf? Nein, eigentlich nicht. Wisst ihr was? Swap Skylander mit der Wirbelfähigkeit kann diese Swap-Zone. Ja, wir zwingen uns hier gar nichts auf. Aber absolut gar nichts. Ich habe das Gefühl, hier wären wir so oder so irgendwann reingekommen, wenn wir runtergefallen wären. Aber. Ne? Danke, dass du mich wie ein Gegner triffst, mein Gott. Haben wir hier am Ende wenigstens eine Lokomotive? Meine Züge klassisch so wie Lokomotiven. Nein, aber eine Schatztruhe. Das nehmen wir auch. Und das ist die dritte. Die fünfte sogar. Oh ja, mein fünf Schatztruhe. Das gibt es auch noch bei Swap Force. Swap Force ist halt eines der umfangreichsten Spiele. Ist gar nicht das, ne? Ach, einfach geil. Swap Force einfach geil. Swap Force ist doch einfach geil. Ein Träumchen. Und wir können mit dem mit Bounce einfach. So richtig cool, die Jumpies zu manchen. Komm, das muss gewollt sein, dass man da hoch kann, jawohl. Lokomotive, Lokomotive, Lokomotive. Bei jeder Lokomotive werde ich mehr gehypt. Und das ist die letzte. Nein, ist es nicht! Komplett verkalkuliert? Nein! Okay, wir wechseln. Bouncer, du bist der größte Egelmann im Spiel, aber wir müssen. So, und zwar zu dir. Ich habe noch am wenigsten gespielt. Von all denen hier. Und den haben wir noch nicht gespielt. Hier mit dem Sturm! Technologie haben wir mit beiden gespielt, mit beiden Core-Figuren. Luft haben wir mit Scratch noch nicht gespielt, Wasser haben wir mit Punkshot noch nicht gespielt, aber sonst fällt mir nichts ein. Rhino haben wir schon gesagt, ne? Magie-Element, Tune-Bug haben wir, Star Trek haben wir, Wasser-Element haben wir schon gesagt, Erd-Element haben wir beide gehabt in einer Folge. Das bring ich gleich in mein Nest. Nein, nein, nein! Ah, du Fotze, du dummer Hurensohn. Der Versuch war richtig krass, Alter. Stufen muss ich dir lassen. In voller Kraft. Wenn der funktioniert, da wäre es aus gewesen mit mir. Ach, das war wichtig, dass wir hier hoch konnten, ne? Komm, Lokomotive Nummer 5. Gönn doch einfach die Lokomotive Nummer 5.
Wir sind doch nur hier in dieser Welt, um die Lokomotiven zu sammeln, in Wirklichkeit. Und um die Kabinen zu verwüsten. Wir sind nicht besonders schnell hiermit, aber mit der Kombo, aber. Ja, und jetzt? Was bringt mir das jetzt? Gar nichts. Es sei denn, wenn der angekommen ist, mein Gott, fahr doch schneller. Okay, sind schon bei 30 Minuten. Der Part wird etwas länger, aber. Oder ich schneide ihn in zwei, das kann auch sein. Ach so, okay. Das war sogar Pflicht, hier hoch auch zu gehen, okay. Das war sogar Pflicht, das wusste ich nicht. Sterben mich alle weg, Leute. Wir bleiben aber trotzdem bei den Skylinern, die ich hier hingestellt habe, denn das ist die Challenge auch. Wenn die alle tot sind, dann müssen wir das Level nochmal spielen. Cool. Werden wir nicht machen. Aber. Würden wir nicht machen, meine ich. Aber. Das ist halt die Challenge. Dann habe ich die Challenge verkackt. Weißt du, ich meine, das ist halt wenigstens ein schlechtes Bauchgefühl. Oh, 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 oh. 40 Schaden, ja, ja. Ich habe schon krasse Wow-Pause gesehen. Ich muss sagen, die von Popfist aus Serie 2 ist auch extrem geil. Super geil, Popfist. Aber ich habe ihn nicht. Ich habe nur den normalen Popfist und den Supercharge Popfist. Wie der heißt. Bubble Butt. Nee. Big Bubble Popfist. Big Bubble Butt Popfist. Er ist nur Big Bubble Popfist. Dass es irgendein Kind sieht und dann zu seinen Eltern rennt so. Mama, ich will Big Bubble Butt Popfish. Hat der Mann aus dem Internet gesagt. Kauft euch hier nicht, der Scheiße. Der Endboss. Komm, Chill ist bereit, oder? Doch. Aber ich bin, warte mal. Wird dich zermalmen. Und es wird wehtun. Baron de Shellshock. Haben wir auch ein gutes Thumbnail. Zwei Boss in einem Level, aber ich habe keine fünfte Lokomotive gefunden. Ich glaub's kaum. Das ist scheiße. Oh, da ist er. Okay, ich verstehe seinen Boss. Sein Attackenmuster und ich finde es relativ blöd. Aber haben wir so in dem Spiel noch nicht gehabt, von daher ist es. Der Level ist lange, ja, tatsächlich. Aber. Ich finde ihn jetzt nicht zu lange, muss ich sagen. Also, er geht perfekt klar. Wenn man halt die Elementar-Swap-Zone nicht spielt. Und niemand hat Bock auf die Elementar-Zone, die Swap-Zone, wenn man ehrlich ist. Die macht man doch nur, um den Hut zu kriegen. Aber den Gameplay und so muss nicht sein. Auch die Technologie-Zone, weil es nicht der Hammer. Weil sie die Option nicht ganz genutzt hat. Ich fand das System mit der Enderpferde gerade extrem geil. Aber irgendwie hat man das nicht so genutzt, finde ich. Hätte man noch irgendwie einen legendären Schatz an der Seite platzieren können. Wahrscheinlich habe ich den einfach nur vergessen. Den legendären Schatz. Aber. Und der Boss ist auch sehr gleich. Also er spawnt jedes Mal gleich mit Chompies und so. Und keine anderen Gegner. Und sagt. Ja, wo ist los? Okay, Target auf den mittleren Pumpgun-Mann. Er ist tot, okay, schön. Es wird immer gut, wenn man den Target tot hat.
Das war's mit dir, Dualshock oder Baron der Shishok. Jawohl. So, muss ich jetzt wieder Aufnahme ohne Audio machen. Ja, hat sich voll gelohnt. Fürs Thumbnail. Ja, ich würde sagen, ich schneide den Part in zwei. Du dummer Tête de Croissant! Du siehst mich wieder, mich, Baron de Shellshock! Wie hat er uns genannt? Ignorante Croissant-Köpfe. Als Beleidigung, oder? Ja, eine Zuneigungsbekundung ist das sicher nicht. Wir haben unseren Teil eingehalten, Scharpfin. Hilfst du uns jetzt oder nicht? Ich nehme euch nicht nur in meinem Schiff mit, sondern schicke als Dankeschön auch meine Jungs nach Holzhausen, damit sie für meinen Mann arbeiten. Hey, ich bin nicht dein Mann. Wenn überhaupt, dann meiner. Ich sag's nur. Euer Gefährt wird aufgemotzt und ist sofort abflugbereit. Hallo, ich bin hier gerade beschäftigt. Ihr könntet wenigstens ein bisschen aufpassen, ihr Bandausen. Hey, pass auf. Oh oh. Und? Wer hat Hunger? Hier ich. Ich bin so froh zu sehen, dass du sicher zurückgekehrt bist, Skylander. Und da, dein Freund Wheelock ist gekommen, um zu helfen. Gar kein Problem, Rufus. Hör zu, Skylander. Ich habe ein Geschenk. Kurz Cut wieder. Eine neue Angelroute. Es gibt ein Angelloch in der Unterhöhle, das perfekt zum Entspannen ist. Die Route liegt dort für dich bereit. Du kannst sie jederzeit benutzen. Genau, dort gehen wir jetzt nämlich auch noch kurz rein. Wenn wir den Part durch zwei teilen, haben wir jetzt 18,5 Minuten für beide. Skylander. Also sprich besser mit Scharpfin und dann los. Dieser Terra-Tintenfisch muss gerettet werden. Nämlich, werde ich euch jetzt ganz kurz zeigen. Haben wir hier noch einen Seelenstein versteckt? Wir haben vor über einem Jahr, im Part 5 oder so, nämlich den Seelenstein von Hoodloop in der Akademie gefunden. Und hier haben wir den Seelenstein von Smolderdash. Und dazu benötigen wir einen Erd-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Einen Erd-Skylander. Da haben wir natürlich Terra Marathon. Fütterungszeit! Wir müssen einfach einmal durch dieses Tor. Und ich glaube, danach kommen dort immer wieder Schätze. So wie bei Dings halt. Du brauchst einen Gespenster, Skylander, um die. Haben wir hier alle Elemente? Nein, auf gar keinen Fall. Sieh los. Ich spiel mit dir. Luft-Doppeltechnologie, doppelt, Gespenst, doppelt, ja. Das Tor zu öffnen. Nee, Gespenst haben wir nicht doppelt. Du brauchst einen Technologie-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Mein Gott. Voll aufgedreht. Das sind aber ganz schön viele, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass gleich alle sind. Nee, sind eh nicht. Okay. Weißt du was, wir machen jetzt während dem Seelenstein auch so, damit ich es ins Thumbnail packen kann. Und deine Schriftrolle haben wir hier unten auch. Und die schauen wir uns auch noch kurz an. Bevor Sie zum Vulkan gehen, um die Magie in den Skylands wiederherzustellen, versammeln sich die alten Elementarwesen in Holzhausen vor der großen Höhle. Nicht zu verwechseln mit der Unterhöhle. Dort angelt man. Dort angelt man. Ich habe Erfolg. Was braucht man da? Portalmeister 41. Das sind erst 3 oder so. 5. Mein Gott, man kann touchen. Ich kann touchen. Das funktioniert. Ich kann mit Touch-Steuerung machen. Aber das funktioniert nicht so richtig, nein. Gut, ich würde sagen,
wir beenden diesen Part und den letzten Part beende ich gleich auch mit, weil ich da gar keine Abmod gemacht habe. Dann sage ich danke fürs Zusehen, wenn es dir gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.